haben hier an der FES 4 Schularten unter einem Dach in einem Schulgebäude mit einem Schulleitungsteam. Auch die Kollegen verstehen sich als ein Kollegenteam und sind verteilt auf Grundschule, Realschule, Werkrealschule und berufliches Gymnasium. Und die Kinder begegnen sich. Sie verstehen sich nicht als Schüler der Realschule oder als Schüler des Gymnasiums, sondern als Schüler der FES. Und die Schüler sagen, wir gehen an die FES. Ganz besonders wichtig ist uns, dass wir das Kind, den Menschen, auch die Eltern als Gottesgeschöpfe ansehen. Sie sind Ebenbild Gottes und so achten wir sie, schätzen sie wert und versuchen das auch im Schulalltag zu leben. Also mir ist es in erster Linie total wichtig, dass die Kinder wissen, sie sind wertvoll und geliebt und dass jeder seine Begabungen hat und dass sie ihren Wert nicht definieren über ihre Leistung und über ihre Noten. In der Schule geht es immer um Leistungen. Aber das spielt mal nicht die erste Rolle. Seine Person ist von den Schulnoten unabhängig. Und jeder kann was gut, was er hier einbringen kann und wo oft auch die anderen davon profitieren. Und das immer im Blick zu haben und auch zu entdecken bei Kindern, das finde ich wichtig und das macht mir auch viel Freude. Mir ist es sehr wichtig, dass ich schnell auch zu den einzelnen Schülern in Kontakt aufbaue, Beziehung aufbaue und sehe, wo jeder Einzelne steht. Versucht dann auch die Aufgaben schon differenziert zu stellen und jeden sozusagen an dem Punkt abzuholen, wo er steht. Und ich bin sehr froh, dass wir einfach auch hier die Möglichkeit haben, in der Gruppenstunde mit kleineren Gruppen zu arbeiten, wo ich mich noch mal mehr um den Einzelnen kümmern kann. Und wir haben auch eine Beratungslehrerin, die ich mir zur Hilfe holen kann, wenn ich bei einzelnen Kindern mal eine Unterstützung brauche, mal einen Tipp brauche, wie ich da noch besser auf das Kind eingehen kann. Wir haben an der Schule hausintern eine Berufs- und Studienmesse, wo viel Engagement und viel Zeit und viel Liebe reinfließt, um eben halt auch das zu gewährleisten, eben halt um so einen Link herzustellen zwischen Schule und was danach kommt. Dass es einfach bei den Schülern nicht so ein harter Bruch ist und jetzt kommt dann die Wirklichkeit. Wir versuchen das so fließende Übergänge zu machen, dass sie eben halt auch darauf vorbereitet sind. Und wir haben zum Beispiel Leseförderstunden, in denen einzelne Kinder zu einer Kollegin dürfen. Wenn Kinder Probleme haben mit dem Lesen und mit dem Rechtschreiben, dann gibt es auch so eine LRS-Stunde. Und das ist einfach unheimlich wertvoll, dass man da einfach auch individuell fördern kann. Grundschulkinder besonders, Kinder überhaupt, die lernen ganzheitlich, die denken ganzheitlich und die erfassen Dinge auch ganzheitlich, also mit allen Sinnen. Es werden viele AGs angeboten, künstlerische AGs, sportliche AGs, aber es gibt auch die Möglichkeit, mit der Klasse nach Winterbach zu gehen und dort ein Projekt zu machen. Zum Beispiel habe ich mit einer Klasse eben ein Getreideprojekt dort gemacht, von Korn zum Brot, und da können die Schüler zupacken und man kann den ganzen Tag dort im Freien verbringen und am Feuer und mit Spielen und mit aktiver Arbeit, also sich da mal in einem ganz anderen Umfeld erleben und Gemeinschaft erleben. Ich feiere an der FES extrem, dass wir an einer Schule sein dürfen, in der Gott einfach im Mittelpunkt steht und in der wir Gott einfach auch gemeinsam die Ehre geben können, montags und freitags in der An- und Abdacht, und dass wir ins Ausland gehen dürfen und uns da neu entdecken und Sachen ausprobieren. Das ist einfach cool. Wir schätzen die flexiblen Abholzeiten in der Kernzeit. Also wir können einfach selbst entscheiden, ob wir unser Kind einmal früher abholen möchten, ob es passt oder ob wir einfach die Betreuungszeit länger brauchen. Und da ist einfach eine hohe Flexibilität gegeben, die ich so nicht kenne, und das ist uns sehr wichtig. Mich begeistert hier der Zusammenhalt und die Gemeinschaft, die gelebt wird in der Schule, und vor allem auch der sehr respektvolle und wertschätzende Umgang zwischen Lehrern, Schülern, Eltern, Kernzeitmitarbeitern, allen, die hier arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich und sehr besonders hier an der Schule.